Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mit Ali. Hallo. Arthur ist noch in der Besprechung. Ja. Jetzt wird er erwachsen. Wie alt bist du jetzt? 26? Noch nicht. 25. Noch nicht. 25 und endlich erwachsen. Er darf sich besprechen. Ich sage ihm, das Schönste an meinem Job. Und Timmy sagt es aber auch, wir müssen uns nicht besprechen, wir rufen zu. Musst du dich auch besprechen manchmal? Nee, eigentlich nicht. Bist du auch froh drum, oder? Ja. So. Ja, aber das jetzt nur als kleine Nebenbemerkung. Nachher kommt er, wenn wir mal die Anlagen von den Jungs durchmessen, also was Strömung angeht mit den Oase-Pumpen. Und also ich habe ja schon viel gesehen, Koi-mäßig und so. Und hier und da trifft man schon mal auf so einen Huf-Effekt. Als ich gerade mit Tim hier ans Gurkenfass von euch gekommen bin, als es ihre persönliche Karashi aufzieht, wenn sie Home Entertainment angeschaut haben, auch auf dem Blog vorgestellt. Die haben sich hier zusammen 10 Kubik Genesis-Teich verbuddelt, hinten ein Bürstenfilter, große Biologie, Wärmepumpe, das ganze Jahr mindestens 20 Grad, im Sommer auch gerne mal 6, 27 Grad, im Schnitt ein Kilo Futter am Tag, oder? Ja, kann man sagen. So, wir sind also jetzt, letztes Jahr im Mai wurden die eingesetzt und als wir gerade die Abdeckung aufgemacht haben, habe ich gesagt, ach du Scheiße, ja, wir haben ja in Japan immer die Sugura Ikeage, Sugura Konishis größter Naturteich mit den riesen Kawari-Mono drin, also überwiegend Karashi natürlich. Aber das hat schon so, der Makoto würde jetzt dastehen und sagen, ah, no, Sugura mit deiner, so wie Sugura, also es ist krank. Wie groß habt ihr den im Schnitt bekommen, letztes Jahr im Mai? Sie waren 41,2 cm groß im Schnitt. Im Schnitt, also ja. Jeder hat von euch hat 7, glaube ich, gell? Genau. So, jeder hat 7 und wir haben jetzt April, also jetzt, wir sind gerade Ende April und wir haben jetzt einige Karashi-Auktionen gehabt, die Koi waren zwischen 33 und 35 oder 32 und 35. Und wenn man jetzt nochmal 4 Wochen dazu rechnen können, sind Zentimeter rechnen. Im Prinzip, ich kann es Ihnen sagen, genau die gleiche Qualität wie das, was wir gerade in die Auktion immer wieder schmeißen. Und wie ist jetzt der größte? Der größte ist jetzt 83. Oder vor circa 20 Tagen war er 83, wahrscheinlich dann jetzt 84. Also ich glaube sogar 85. Das eine ist ein Schiff, abartig. Und dann rechnen wir mal. 85 minus 41 sind 44. 44, 52 Wochen. Zwischendrin war es ja mal kühler, 20 Grad. Da wurde nicht so Vollgas gefüttert. Das Wachstum natürlich auch nicht mehr so. Und da sind wir immer noch bei 1 Zentimeter pro Woche. Soll ich Ihnen was sagen? Das ist Konishi Karashi Goi. Dieses lineare Wachstum einfach durchziehen. Wenn die Umgebungsbedingungen, bestes Futter, Wassertemperatur, Wasserqualität, wenn das stimmt, dann machen die das einfach weiter. Irgendwann kommt bei denen auch das, in Anführungszeichen, verlangsamte Wachstum, dass die Kurve nach unten geht. Aber das ist dann in der Regel erst ab, keine Ahnung, ach, der Herr Besprecher ist da, hallo. Das ist in der Regel dann erst bei den Besten ab 95 oder 100 cm, dass es dann langsamer wird. Aber auch dann geht es noch Stück für Stück weiter. Das ist das Erste, was für die Blutlinie spricht. Und das andere, Sie wissen, Arthur, Ali sind unsere großen Futtertester oder mit unsere Futtertester, die auch ihre Wasserqualität permanent kontrollieren, wissen Sie auch. Das ist auch für alle, die es bisher noch nicht geglaubt haben, der schlagende Beweis, dass unsere jetzige Futterrezeptur mit allem, was wir gemacht haben, absolut sensationell ist. Die Wasserqualität ist ein Traum. Also jetzt das Sichtbare und auch das Messbare. Sie haben gerade relativ viel zu kleinen Feinkrissel drin, aber da haben wir es gerade auch schon davon gehabt, wenn Sie ein Jahr lang jeden Tag ein Kilo füttern, also knapp 400 Kilo jetzt in einem Jahr da drauf gepackt haben, irgendwann bricht Ihr Biofilter durch. Das passiert bei uns in der Anlage auch immer wieder regelmäßig. Wir hatten letzten Becken, da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, was es war, glaube ich, die Belüfterpumpe ausgemacht, kurz dann wieder angemacht. Puff, ist genau das passiert. Wenn Sie jetzt einen Feinfilter haben, einen Beatfilter, Trommelfilter, Papierfilter, dann ist das relativ schnell wieder. Wenn Sie einen Bürstenfilter haben, kann das ein bisschen dauern. Also da würde ich euch empfehlen, das jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen mal zu machen. Jetzt gucken wir in den Teich rein und dann zeigen wir Ihnen mal aus meiner Sicht die Top 4 packen wir in eine Wanne. Ja. Und da seid ihr selber gespannt. Ja, auf jeden Fall. Weil manchmal ist sogar so, dass ich nicht über die Größten sage, dass es die Besten sind. Und ich habe gerade vorher, wo ich reingeguckt habe, habe ich versucht, mit den Augen meines Meisters Joji Konishi, andere haben eine Meisterin, ich habe einen Meister, Joji Konishi zu sehen. Und der mag eine Körperform ganz besonders. Und die sieht man ganz häufig, wenn er die Fische aussucht, die nachher auf 1,10 Meter gehen. Timmy, the camera, please. So, die haben heute nichts zu fressen gekriegt und das sind halt Karashi, die werden halt irgendwann gegen Mittag dann stinksauer. Denen
Das ist keiner der ganz großen. Witzig ist auch, der kleinste hat 69, ist wahrscheinlich sogar der Chocolate. Und der größte hat 83. Da unten schwimmt, ob das war der Klappwort. Absolutes Brett rum. So Jungs, ihr braucht hier nicht rumstehen, ihr könnt jetzt Wasser in die Wanne machen. Jede Galliere braucht einen Trommler. Nämlich. Absolute Hammer ist das. Und das ist bei den Fischen, die wir derzeit verkaufen, ganz genauso möglich. Wenn sie die ein Jahr unter perfekten Bedingungen warm halten, dann können sie da 75, 80, 85 Zentimeter draus machen. Wir haben ja noch nicht mal ein Jahr, wir haben erst 11 Monate. Also im Prinzip 90 Zentimeter, wenn man einen ganz außergewöhnlichen erwischt, sind auch möglich. Ali? Ja, ich hole gerade Kescher. Wenn du ein Mikrofon dran hast, solltest du das nicht tun. Entschuldigung. Kein Problem. Und was ich gerade mit Ali auch gehabt habe, dass das Interessante ist, dass jeder Koi eine ganz individuelle Körperform hat. Also das ist nicht wie bei den roten Neon, dass da ein Ei aussieht wie das andere, sondern das ist hier ganz, ganz individuell. Ja, das hat uns auch brutal gewundert. Wir haben ja die Fische eigentlich ausgesucht, da waren überwiegend die Beste dabei, sahen auch alle eigentlich relativ gleich aus. Und jetzt sind die so extrem auseinandergewachsen, das ist echt brutal. Das ist echt brutal. Gib mal schnell, schnell. Das geht mit meinem Rücken. Wenn es um Karashi geht, geht alles. Wenn es ums Jagen geht, mein Rücken ist nicht das Problem. Dieser Kescher ist das Problem. Ja. Gott, oh Gott. Also der ist schon wieder größer geworden. Ich glaube, stimmt das nicht so ganz. Das ist eine Meterwanne. Ja. Genau. Das ist brutal. Diesen Fleck wird er behalten. Den hat er wahrscheinlich auch von Anfang an gehabt. Den hat er schon immer, genau. Da ist jetzt genau Rücken, Kopf. Mit allem drum und dran. Ein absoluter Traum. Der müsste auch deutlich über 80 haben. Und er hat jetzt heute noch kein Volumen aufgebaut. Braucht in der Größe auch noch nicht. Und das sind die, die mit 95 dann anfangen, richtig voluminös zu werden. Und das ist so. Das ist so eine typische Konishi-Körperform. Krümmt sich gerade ein bisschen in der Wanne. Der hat letztes Mal 83 gehabt, letzte Messung. Das war der größte. Ja. Genau. Also er könnte jetzt schon 84, 85 haben. 85. Setz mal den mit dazu. Das ist Alis Bester. Auch ein absoluter Hammer. Also für solche Fische, wenn man die jetzt in Japan filmt, jetzt hat er sich gerade entspannt. Das hat nicht geklappt. So. Die zwei Fische, ob sie das jetzt glauben oder nicht, da sind sie in Japan um die 8.000 bis 10.000 Euro in der Größe los. Nein, ich verkaufe euch die nicht für das Geld. Ich habe gerade schon bing, 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 money, money, money. Die werden nicht verkauft. Nein, Quatsch. Jetzt macht er die mal raus. Also das muss man jetzt auch nicht erklären, den Wackoi, der ist sensationell. Hallo, und wenn Sie jetzt in unseren Auktionen sind, dann zahlen Sie 800 oder 1000 oder weiß der Teufel, wie hoch die gerade gehen. Setz mal die anderen zwei raus. Und dann investieren Sie ein bisschen in eine Innenhalterung und dann haben Sie sowas. Guck mal, die Waage ist mal vergleichen. Weil der hat eine ganz andere Körperform hier. Okay. Ja, ein bisschen Wasser raus. Be quiet, honey. Ja, ganz andere Kopfform. Er hat so diesen traditionell kleineren Kopf. Der hat den längeren, breiteren Kopf. Aber er ist ein bisschen flacher als er. Ja. Also er wird in Zukunft weniger Volumen aufbauen als er. Der wiegt auch noch mehr wie der größte. Also der hat vom Gewicht. Was wiegen die jetzt? 12, 13? 12 Kilo, glaube ich, oder? Ja. Und der hier? Sehen. Ja. Machen zurück. Ja. Und dann haben wir noch einen geilen Deutz, der vielleicht nicht der größte ist. Der hier, gell? Ja, aber der eine sensationelle Körperform hat. Er hier.
Der wäre von der Beschuppung sowas, wo kann ich echt gern. Ah, den hatten wir schon. Das war der. Oder haben die beide so ein Muttermal? Nee, das war die uns beide, genau. Ah, okay. Der größte war das, glaube ich, noch. Ja, ne. Aber der hat auch genauso ein brauner Fleck. Ja, aber das nur an der anderen Seite. Ist aber ja, genau. Das ist deiner, oder? Ich glaube, das ist auch deiner. Das ist zum Beispiel die von mir bevorzugte Körperform. Das finde ich mega geil. Da steht Kopfform in Relation, in richtiger Relation zum Körper. Breite, Höhe. Da ist nichts, was irgendwie überschießt oder sonst irgendwas. Und ich glaube, von allen, wo wir jetzt gesehen haben, wenn ich mir einen aussuchen müsste, wäre es eher der Deutz. Ja, aber die Beschuppung, die ist sowas von geil. Obergeil. Also wenn ihr euch nicht einig seid, wenn man gehört, dann... Nimmst du ihn. So, aber wo Licht, da auch Schatten. Und wir wollen ja niemandem was vormachen. Und ich sage, dass alle Fische völlig über sich hinauswachsen. Jetzt gucken wir mal ihn hier an. Soll ich die raus? Oder ja, ich mach raus. Achtung, der springt, ja, da ist ein bisschen Martin. Ah? Der ist ganz... Wenn ich da bin, ist er lieb. Das ist der Flaschenhals, oder? Ja. Den hier machst du mal noch. Das ist der mit dem Flaschenkörper, oder? Ja. Der Shortbody. Shortbody ist es nicht. So, das ist kein Shortbody, der ist hinten lang genug, da passt einfach die Proportion nicht. Auch sowas kann mal vorkommen, ja, da ist man auch nicht gewappnet. Die ganz braunen, die haben in der Regel nie das Volumen wie die anderen. Wie groß ist der? Um die 70? Die sind ja, müsste 70. Über 70 ja. Sind ja. Genau. Das sind die zwei schlechtesten. Zwei von 14, kann ich Ihnen sagen. Die finden Sie selbst, wenn Makoto seine besten einjährigen Tategoi rausholt und großzieht und wir fischen den Naturteich nachher ab. Mit 100 Fischen haben wir 5 dabei, 6 dabei, die so sind. Das ist einfach der Teil der Genetik, der in den Fischen unsichtbar ist. Also was man nicht über das Äußere, über den Phänotyp sehen kann. Und wenn man mal sieht, dass die zwei Deutz, die hellen, mache gerade zurück. Dass die vom Jahr absolut identisch waren, dass da keiner hätte sagen können, welches war der Überflieger aus einem, wird ein Traum. Und den anderen habt ihr auch lieb, oder? Ja. Okay. Wenn man davon nicht vergessen, dass es, sie haben auch schon 70 cm quasi in der kurzen Zeit, ja. Trotzdem krass, aber halt vom Körper schon nicht vergleichbar mit der Beste. Genau. Also, toller Blog, tolle Arbeit, Jungs, und Sie wissen jetzt, was möglich ist, die Jungs haben nichts gemacht, außer permanent gleichmäßige Bedingungen, bestes Futter, gutes Wasser, Temperatur und gute Fische gekauft. Aber ich verspreche Ihnen, es sind exakt die Fische, die wir in den Auktionen haben. Vielmehr, ich glaube, wir haben letztes Jahr schon einige Auktionen gehabt, nach bis ihr gekommen seid. Gell? Ja, wir waren auch ein bisschen später dran. Ihr wart eigentlich später dran. Ja. Da waren die gute oder viele gute wahrscheinlich auch schon weg. Aber man sieht es auch nicht immer zu 100%. Wir können sagen, in unserer Kashida Amawari, in der Gruppe der Besten, kriegt man immer das Ergebnis. Vielleicht hat man mal einen Ausfall weniger und einen Überflieger mehr. Aber das Ergebnis ist schon richtig geil. Ihr wollt ein paar loswerden, gell? Ja, wir müssen noch überlegen, ob wir ein paar verkaufen sollen. Da machen wir jetzt einen Blog dazu und werden Ihnen sagen, was sie kosten, wie groß sie sind. Und wann die in Abstand abgeholt werden können. Machen Sie es gut, vielen Dank und bis zum nächsten Blog. Ciao.